Hallo, willkommen bei Review Mirror. Dieses Mal nochmal eine Info zur Solarproduktion an bewölkten, sonnenarmen Tagen. Wir haben jetzt den 11. September und es wird jetzt langsam Herbst und ich wollte euch mal kurz hier zeigen, bisschen ungewohnte Perspektive, und zwar hier sehen wir die Auswertung derzeit hier. Das läuft jetzt alles über mein Grafana, über den Raspberry. Wir sehen hier Südwest, erkläre ich euch gleich was dazu. Hier Ost und hier sehen wir den momentanen Netzbezug. Kommen wir zu Ost. An Ost hängt im Moment folgende Anlage. Und zwar einmal gehen wir dazu ganz fix hier raus ans Fenster. Und zwar die da. Das ist die Plug-in Energy. 2x 190 Watt Peak an einem 300 Watt Wechselrichter. Und wir gehen nochmal zurück. Also das ist dann nicht reines Ost jetzt. Also das war jetzt Ost. Aber zusätzlich zu dem Ost sehen wir gleich hier noch eine zweite Anlage, und zwar die da. Ich hoffe, man kann das sehen. Zwei Stück. Trina Solar, beziehungsweise hier noch ein drittes. Am HMS 1600 Heumals. Der hat vier Eingänge, vier Tracker. Da sind jetzt drei Module dran. Also diese sind noch dazu. Das da kommt noch dahin. Dann haben wir hier drei. Und das ist jetzt West. Das heißt also, die Beschriftung da drin ist Blödsinn. Südwest haben wir dieses hier, was eigentlich in Richtung Süd zeigt. Und hier im Eck steht auch noch eins. Das kommt auch noch alles da hinten hin jetzt für den Winter, denn da wird sich die Sonne, wenn sie ganz tief steht, nur in dem Bereich hier zeigen. Das heißt, die Module müssen quer dahin. So, und wie sieht es jetzt aus hier mit der Sonne? Muss man mit den ISO ein bisschen runtergehen. So, ihr seht, das ist jetzt im Moment das Licht hier. Da ist also alles zugezogen. Da kommt keine Sonne durch. So sieht es auch vor der Tür aus. Und wir gucken uns das noch mal ganz kurz an auf unserer Auswertung hier. Und wie wir hier sehen, haben wir jetzt hier nur zwei Module dran, bringen jetzt 60 Watt, also nur das Streulicht, das Umgebungslicht. Und hier haben wir eigentlich die zwei kleinen vorne und die zwei direkt am Geländer. Das eine, das da steht, das blende ich mal aus, das hat eigentlich gar nicht viel Relevanz. Aber hier kommt trotzdem immer noch 50 Watt rum. So, jetzt ist das Fernsehen wieder an. Die Kids gucken Fernsehen. Normalerweise sind wir hier ein bisschen weiter runter, haben aber immer noch Bezug. Das jetzt mal zur Einordnung. Also nochmal, an Ost hängen jetzt, wie gesagt, die Ostanlage, die reine Ostanlage. Flachliegende 2x 190 Watt Peak Flex Module von Plug-in Energy mit Heumals HM300. Und hinterm Haus hängen noch dran die zwei Trinas mit 390 Watt Peak plus noch eins, was da rumsteht. Das zähle ich jetzt mal nicht mit, weil das sehr, sehr ungünstig im Schatten, total im Schatten steht. Und Südwest sind im Moment zwei Module, eins jetzt direkt auf Süden, das andere auf Südwest aufgestellt, auch durch das Umgebungslicht. Und je nach Helligkeit schwankt das hier natürlich dann dementsprechend, aber das ist jetzt so das, was ich jetzt an diesem Tag hier erwarten kann. Ich warte noch auf ein bisschen helleres Wetter, ein bisschen mehr Sonne, vielleicht kommt heute noch was.
dann wird die Waschmaschine noch einmal angeschmissen. Ansonsten warte ich damit bis morgen. Das planen wir jetzt so ein bisschen immer, wann wir dann das machen können. Hier sieht man Kaffee, hier wurde Kaffee getrunken. Das war jetzt Fernsehtätigkeiten meiner Kids. Da haben sie aufgeräumt. Das war, da war man ganz gut jetzt dabei mit dem Verbrauch und mit der Erzeugung. Da war auch ein bisschen heller eben nochmal. Und jetzt ist es nochmal ein bisschen düsterer geworden. Hier geht es gleich wieder ganz leicht hoch. Und hier ist jetzt wieder die Glotze an. Also normalerweise sind wir da noch 80 bis 100 Watt drunter. Also ist eigentlich schon gut für so einen Tag. Und man sieht da jetzt hier ein bisschen, schwankt immer so ein bisschen rum. Um die 70 Watt und hier um die 60 Watt. Genau, das war jetzt mal meine Auswertung zur jetzigen Situation. Ich mache das mal so, dann sieht das ein bisschen cooler aus hier, glaube ich. Falls ihr dazu Infos wollt, was das hier genau ist, das werde ich auch noch machen. Das ist ein Fire HD in einem 3D gedruckten Rahmen. Den habe ich nicht selber gedruckt, den habe ich gekauft. Da ist auch noch ein USB-C-Kabel dabei, sodass man das hier schön verstecken kann. Hier war vorher eine Klingelanlage. Wir haben hier also 12 Volt liegen und ich habe dann einfach einen Adapter genommen auf USB über diese 12 Volt und kann dann dort USB-C in dem Rahmen ans Fire HD 10 anschließen. Und hier, das ist Kiosk Browser, das ist so eine App. Kann ich ja mal kurz hier rüberziehen, wenn man das... Das ist eine App, die ist dafür da, um vollformatige Sachen darzustellen. Und das ist jetzt hier auch der Fall. Das wird immer so dargestellt. Und nach einiger Zeit geht das Display aus. Und beim geringsten Sound, wenn man hier die Treppe hochgeht, geht das Display wieder an. Also, wenn da Interesse besteht, ich werde zwei Teile machen. Einmal die, was braucht man an Hardware und was braucht man an Software. Man muss sich aber mit Raspberry beschäftigen. Ihr müsst euch mit Raspberry beschäftigen und ihr müsst auch für das hier, wenn ihr so einen Haga-Zähler habt wie ich, einen Einrichtungszähler über Infrarot, für diesen Netzbezug hier müsst ihr auch löten, SMD löten. Das ist nicht so schwierig, aber man muss es üben oder man kauft den Sensor fertig, das gibt es auch, dann spart ihr euch das. Aber was ihr euch nicht sparen könnt, ist Raspberry, die Installation und der ganze Krempel. Da müsst ihr einmal durch. Das gibt es aber alles bei haus-automatisierung.com, bei Matthias. Ich mache trotzdem mal ein Video, wie ich es gemacht habe, Step by Step. Ich versuche es mal in zwei Teilen zu machen, Software, Hardware. Und was ihr hier noch alles mit Grafana, diese Darstellung ist Grafana, was ihr da noch alles machen könnt, das sehen wir dann in einem extra Video, weil das ist ziemlich umfangreich, wie ihr das hier einrichten könnt und darstellen könnt. Aber es ist machbar, auch für, sag mal, fachfremde Leute. Genau, das war's schon. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen, auch mal was zu sehen. Wir sind jetzt hier auch, es geht jetzt hoch. Ne? Wir haben jetzt hier hinten einen ganz leichten Anstieg. Ich weiß nicht, ob man das hier hinten sehen kann. Auf dem Display ist auch sehr gut aufgelöst. Das Display finde ich also sehr tolle Sache. Gehen jetzt hier hoch. Ich erwarte nachher nochmal so 200 Watt rum insgesamt, wenn es ein bisschen heller wird. Aber das ist schon, das passt schon für die kleine Anlage, in Anführungsstrichen, ist das schon okay. Das war schon gewesen. Kurzer Einblick in die Realität, damit ihr wisst, was abgeht, falls ihr das nachmachen wollt. Wie gesagt, ist eine Demoanlage, ganz klar, ist ja so nicht erlaubt. Und ja, ansonsten, falls ihr noch mehr wissen wollt, einfach runter in die Kommentare schreiben. Ich werde dann dementsprechend experimentieren. Das war's. Ich muss hier immer auf dem Display schielen, damit ich mich hier auch noch drin habe. Wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund, bleibt stabil, bleibt lieb vor allen Dingen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.